So, ich bin jetzt hier nicht gerade mal eben in einen Blumenshop gegangen, sondern ich bin jetzt auf dem Panasonic-Stand. Panasonic ist ein bisschen unter die Blumenverkäufer gegangen und zeigt uns mal, mit welcher tollen Qualität und fast nicht mehr vom Original unterscheidbar ein OLED-Fernseher der aktuellen Generation zu sehen ist. Und hier ist ein konkretes Modell aus der Serie, dieser EZW-Serie. Sag nochmal an, EZW und dann 954, weil die ganzen Bezeichnungen kann man sich langsam nicht mehr merken. Den gibt es nämlich, den EZW 954 gibt es in 55 und 65 Zoll und ist eben von Panasonic die OLED-Lösung, die auch schon verfügbar eben ist. Und hier, ja, hier sind Blümchen, da sind Blümchen und das sind keine Blümchen. Jetzt machen wir das mal aus, denn man muss schon wirklich dreimal hinschauen, um zu erkennen, vielleicht mit der Kamera ein bisschen anders, aber mit dem wahren Auge hier muss man wirklich sagen, das lässt sich schnell täuschen. Man hat wirklich das Gefühl, das sind alles die echten Blümchen hier. Also verdammt kontrastreich und entsprechend sauber in der Farbwiedergabe. Wir gehen mal direkt durch zum nächsten Raum hier. Der Lukas folgt mir mal eben. Es ist ja so, dass bei Panasonic immer dieser dunkle Tunnel ist. Den haben wir ja nun in den letzten Jahren immer wieder gerne gezeigt, weil hier in dieser absoluten Dunkelheit man immer wieder sehr schön sehen kann, welche Vor- und Nachteile, welche Technologie im direkten Vergleich hat. So, letztes Jahr, alle, die den Kanal letztes Jahr auch schon gesehen haben und das Video von der IFA 2016, erinnern sich sicherlich daran, dass es hier einen Studiomonitor gab. Und es gibt eben, insoweit darf ich das gerne sagen, es gibt hier also einen Sony Studiomonitor basierend auf OLED-Technologie, der also in den Studios weltweit überall eingesetzt wird, der eine Schweinekohle kostet. Und wenn man das jetzt mal sieht, wie dieser Studiomonitor im direkten Vergleich zu der Top-Serie von Panasonic, der 1000er, ich blende mal die genaue Bezeichnung ein, weil den gibt es ja in 65 und auch in 77 Zoll, wie der im direkten Vergleich aussieht, da muss man eigentlich schon lange suchen, um da erkennen zu können, wo noch vielleicht Unterscheidungen sind. Letztes Jahr noch als Prototyp vorgestellt, jetzt wirklich auch für zu Hause erkäuflich zu erwerben. Man sieht eben die enorme Dynamik, was hier noch an Dunkelheit, also hier Dunkelheit der Sicht besser, was in den dunklen Bildpartien noch eben auch an Durchzeichnung ist, auch in der Bewegungsdarstellung. Interessanterweise wird das Ganze nochmal verglichen mit einem Modell aus dem Hause Panasonic von vor 2 Jahren, das ist ein Curved, wo man auch sehen kann, wo die LCD-Technik im direkten Vergleich bei Bewegungen vor 2 Jahren schon noch den einen oder anderen Effekt hatte, den man eben bei OLED in dem Fall nicht mehr sehen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich gehört, ich habe eine Chance, nochmal was zum Thema HDR10 Plus zu erfahren. Etwas, was wir ja in den letzten Wochen hier gerade vor der IFA zu hören bekommen haben, wo wir ja nun auch alle sagen, mein Gott, was geht denn jetzt wieder ab? Schon wieder ein neuer, weiterer Standard. Mal gucken, was ich da gleich zu hören bekomme und mal gucken, welche Fragen ich da gleich stellen darf und welche Antworten ich da bekommen werde. Ja, jetzt haben wir also gerade mal unsere potenziellen Ansprechpartner etwas überfallen und die waren auch gerade inzwischen mehreren Terminen. Also unter 4 Augen haben wir folgende Info im Moment, dass man zu dem Thema HDR10 Plus im Moment noch richtig gar nicht alles sagen kann, weil es noch einige Sachen anscheinend hinter den Kulissen zu klären gibt. Es gab eben im Vorfeld die Meldung, dass also Panasonic mit zu diesem kleinen Konsortium gehört, welches also diesen sogenannten HDR10 Plus Standard unterstützen wollen. Man kann es mal als eine gewisse Alternative zu Dolby Vision beschreiben. Und jetzt wird wahrscheinlich bei Dolby Vision wieder heißen, wie kann man sowas sagen? Aber bitte, es ist eine variable HDR-Technologie und ähnlich ist es ja nun auch bei Dolby Vision. Und es scheint so zu sein, dass eben nicht jeder, Samsung war ja der Erste, der angekündigt hat, was Eigenes zu machen, nicht jeder Interesse hat, da Lizenzkosten etc. an Dolby zu tragen oder zu zahlen, Lizenzsummen. Was wir aber gehört haben, ist, dass wohl anscheinend die Geräte, die HDR10 können, über Software-Updates HDR10 Plus fähig gemacht werden können, was ja auch nicht uninteressant ist, gerade für Besitzer von aktuellen Geräten, die jetzt gerade gekauft, als aber auch natürlich von Besitzern von AV-Verstärkern. Ne? AV-Verstärker sind ja nun mal mit ein häufiges benutztes Bindeglied zwischen Quelle und dem entsprechenden Empfänger. Und wenn da so ein AV-Verstärker, das haben wir jetzt auch mit Dolby Vision wieder erlebt, dass da bei einigen Geräten jetzt ein Software-Update doch noch nachgereicht wird, damit dieser Standard unterstützt wird, so soll es wohl bei dem HDR10 Plus Standard sein, dass das wohl automatisch mitfunktionieren kann und somit also es nicht heißen würde, um Gottes Willen, das Gerät aus dem Jahre, weiß nicht, war 2016 Herbst oder 2017 früher, kann es nicht. Meine Güte, also wir wollen mal gucken, dass wir da alle den Durchblick halten. Noch ein Grund mehr, unseren Kanal zu abonnieren, weil wir bleiben da natürlich dran, um einfach auch da zu wissen, was wir wie in Zukunft alles wie kombinieren können. So, und wer immer schon mal Star Wars spielen wollte, der kann das hier mit diesen kleinen Mini-Fliegern machen. Da gibt es verschiedene Modelle und das Ganze wird natürlich mit einer kleinen beiliegenden Fernbedienung gesteuert. Man sollte nicht zu nah rankommen, dann sind die Finger ab. Sehr schicke Sache. Den Sternzerstörer, den haben sie allerdings in Originalgröße draußen stehen.
Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe da nochmal genauer hingeschaut. Also mit dem Sternzerstörer, das stimmt, der steht wirklich draußen. Aber hier haben wir noch ein paar kleine Besonderheiten. Das ist nicht einfach irgendeine weitere von den vielen kleinen Drohnen, sondern da ist eine Menge Technik hinter und das ist ein geiles Spiel, um es mal flapsig zu sagen. Wir waren ja auf der Gamescom, der eine oder andere Spieler guckt jetzt vielleicht auch unseren Kanal. Neben mir steht der, jetzt muss ich nochmal genau reinschauen, Gregor Steinborn, Managing Director und so weiter, also ein wichtiger Mann. Titel Schall und Rauch. Ja, genau. Ja. Okay, alles klar. Also, nochmal. Das ist mehr als nur eine Drohne. Das ist eigentlich eine Drohne zum richtigen Zocken weltweit. Richtig. Also wir sind schon lange im Drohnengeschäft tätig, haben jetzt über die Star Wars Lizenz sind wir auch in das Drohnen-Gaming mit eingestiegen, weil mit dieser Drohne kann man sich in entweder Echtzeit battlen, live battlen, bis zu 12 Piloten gleichzeitig face-to-face sozusagen, aber mit der Drohne kommt auch eine App, die als vollwertiger Simulator dient und auch als Online-Gaming-App. Das heißt, ich habe die Möglichkeit auch mit meinem Starfighter dann letzten Endes online virtuell mich zu battlen mit allen Menschen weltweit, die auch diese Drohne besitzen. Ja, und ansonsten, wenn mein Nachbarsfreund oder alle meine Freunde auch sich so einen Teil holen, also bis zu 12 können wir sein, treffen wir uns gemeinsam in einem großen Wohnzimmer oder draußen, wo es ein bisschen windstill wahrscheinlich schon sein sollte, ne? Und dann können wir wirklich aufeinander schießen, weil da gehen so Infrarotstrahlen raus und demnächst sogar Laser, habe ich gehört, ja? Richtig, wir werden vermutlich die Ersten sein, die Li-Fi-Technologie in ein Consumer-Endprodukt verbauen. Das heißt, hier sitzen zwei im Moment Infrarot-Sensoren drin, die das Signal schießen. Dadurch, dass ich mich in der App ja einmal angemeldet habe und kenntlich gemacht habe in der Community, schicke ich dann über das Signal meine Daten auf die gegnerische Drohne, die empfängt das, kriegt den Wackler, wenn sie getroffen wird, meine Fernbedienung vibriert und in der App wird dann angezeigt, Treffer von. Wenn wir dann im November das Laser-Modul-Upgrade rausbringen, dann wird es nochmal umso treffgenauer sein, umso präziser, es werden neue Funktionalitäten mitgegeben werden können. Ja, und in Lichtgeschwindigkeit Daten übertragen, 100-mal schneller als Wi-Fi, aber das wisst ihr alles besser als ich. Ja, also und 8 Minuten wird ein ziemlich schnelles Spiel wahrscheinlich werden, ne? 8 Minuten ist so die Laufzeit für die Batterie und dann wird es aufgeladen oder ich hole mal direkt ein paar Batteriesätze und dann geht es schnell, ne? Genau, jetzt in der Sammler-Edition haben wir eine zweite Batterie mit drin, ein Schnellladegerät, das heißt, man kann fast ununterbrochen spielen. Mit einer Steckdose nebendran Ersatzbatterien soll es dann auch zum Herbst hingeben, zum Spätherbst hingeben im November, wenn dann auch die nicht mehr limitierte Version auf den Markt kommt, sondern dann flächendeckend die eigentliche Battle-Drohne, weil die hier ist für viele zu schade, um sie zu fliegen. Ab November kommen dann die Modelle oder die Gleichmodelle, aber für diejenigen, die dann nicht die Sammlerbox ruinieren wollen, indem sie öffnen. Alles klar, ich wünsche viel Erfolg. Macht Spaß. Dankeschön. Ja, also ich habe auch eine Frage und zwar, ich bin ja nicht ganz unbekannter Fachhändler hier, der sich mit dem ganzen Thema seit einigen Jahren rumschlägt und zwar speziell das Thema 4K hat uns ja in den letzten Jahren ein lachendes und ein weinendes Auge gebracht. Und wenn ich der Sache hier so zuhöre, merke ich ja schon, dass wir hier über viele, viele Standards sprechen, wo der Endverbraucher wirklich nicht mehr den Durchblick hat. Und ich glaube, dass das auch wirklich das größte Problem momentan wirklich hier ist, weil es ist wirklich nicht klein zu reden. Ich laufe über diese Messe, sehe hier 5 verschiedene Fernseher, 5 verschiedene Standards und morgen früh weiß ich, dass ich den nächsten Anruf kriege, ob der Fernseher, der vor 2 Monaten gekauft worden ist, dieses neue Wort da auch beherrscht. Und dazu kommt, dass wir die Erfahrung haben, dass wir hier natürlich auch noch weitere Komponenten in dieser Kette haben, wie Verstärker. Da verstehe ich jeden Hersteller eines Verstärkers, der auch wieder sagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich ja wieder eine neue Software schreiben, weil sonst kriegt das nicht zum Laufen. Also wie seht ihr das? Es muss mal langsam Stillstand meiner Meinung nach reinkommen in diese Diskussion, weil wir werden hier von IFA zu IFA immer verrückter gemacht und es ist auch für uns Fachhändler natürlich echt nicht unproblematisch, da mitzuhalten, weil ich kann nicht jede Woche meine Leute zu irgendwelchen Seminaren schicken, wo wir hier über Sachen sprechen, die ich ja schlussendlich, ich bin ja der mit dem Endverbraucher jetzt irgendwie einig werden muss und ein gutes Gefühl geben muss, dass er, wenn er mit dieser tollen Technik, die ja wirklich grundsätzlich toll ist, auch klarkommt zu Hause und er nicht beim Tatort schon Probleme hat, in welchen Nitz er was wie einstellen muss, damit das Bild so ist, wie es sein muss. Also das wäre mal so ein Kommentar natürlich, andererseits auch Erfahrung und dann mal die Frage, wie wird das hier weitergehen? Weil HDR10 Plus, wie er schon sagt, ist etwas, wo um Gottes Willen, was ich eigentlich nicht wirklich brauche als neue Diskussion, weil wir fangen wieder von vorne an. So, soll ich mal? Gut, ich fange mal an. Patrick, hi. Wir wussten, dass du kommst und wir haben uns vorbereitet.
Also ich würde sagen, das Problem, was wir von Anfang an hatten, ist klassisches Beispiel HDR10, so wie wir es jetzt von Anfang an hatten. Hätte so eigentlich erstmal gar nicht kommen dürfen, sondern wir hätten warten müssen, bis wir das Thema mit dynamischem Metadaten überhaupt erstmal anpacken können. Das ist jetzt erstmal so, das ist jetzt mein Kommentar als Independent, okay? Wir haben immer das gleiche Problem auch. Wir fangen an, okay, was machen wir? In welchem Material produzieren wir es auf? Jetzt machen wir einiges mit Vision auf. Nächste Woche sind wir im Berliner Studio und da wird gemastert. Also wir haben uns da schon auch festgelegt, weil wir wissen, dass das gut ist. Aber die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Das Problem ist, wir brauchen dynamische Metadaten. Weil nur wenn wir dynamische Metadaten haben, und Dolby Vision basiert zum Beispiel von Tag 1 schon von Anfang an darauf, ist das Display in der Lage, das so farblich zurecht zu strukturieren, dass es dann möglichst gut aussieht auf einem Display, egal was ich eigentlich benutze. Das Thema HDR10 Plus, muss ich ganz klar sagen, ist für mich wie die Jungfrau zum Kind, weil ich auch erst vor nicht allzu langer Zeit davon erfahren habe. Und es stehen jetzt wirklich einige Fragen offen im Raum, wie zum Beispiel wird die Blu-ray Disc Association, die BDA, zum Beispiel mit dem Thema umgehen. Wie können dann zum Beispiel, kann es ergänzt werden, dass es ein zusätzliches Format wird, dass man einen HDR10 Base Layer hat? Das ist nämlich so, wie es mit Vision zum Beispiel funktioniert. Auf der Ultra HD Blu-ray habe ich quasi einen HDR10 Base Layer und die Zusatzinformationen sind quasi auf der Disc wie in einem Enhancement Layer enthalten. Stefan. Ja, wenn ich mal den Sky-Hut abnehme und auch den TV-Plattform-Hut, sage ich erstmal danke für das Statement, weil da sprichst du mir sehr aus der Seele. Wenn ich jetzt mal wieder den TV-Plattform-Hut aufsetze, dann denke ich, HDR10 Plus ist momentan so ein bisschen der letzte Auslöser dieser Debatte, aber ich würde das jetzt nicht so als den Buhmann in die Mitte des Rings stellen wollen. Ich glaube, wir haben seit einigen Jahren ein ganz generelles Problem in der gesamten Industrie. Und das ist einfach, dass die technologische Entwicklung mit einer derart hohen Frequenz dahin rast, dass kein Standards-Body dieser Welt da noch irgendwie hinterherkommen kann. Das heißt, wir sind da eh schon out of sync. Dann haben wir noch diese Nuancen, ohne jetzt da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, die ich vorhin ja schon angesprochen habe, als wir von den Logos gesprochen haben, dass da noch so Marketing-Ebenen reinschießen, die sich einen Dreck scheren, was technisch da irgendwo gerade Standard ist oder nicht. Und und Dinge, die wir vielleicht in einem HDR-Zeitalter noch so gerade eben erlebt haben, das ist eine, ich nehme das Wort Abstimmung mal in den Mund und ich hoffe, keiner vom Kartellamt hört zu, aber eine Harmonisierung innerhalb der Industrie gegeben hat, um eben eine gemeinsame Markteinführung von neuen Technologien zu erreichen, das findet heute einfach nicht mehr statt. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass es immer schwieriger wird, die Leute alle einzufangen, weil eben viele ferngesteuert sind aus Korea, China, Japan, sonst woher. So, die deutsche TV-Plattform, die ist auch ein schöner Wegbegleiter unseres YouTube-Kanals. Und wenn es um die IFA geht und die Berichte von der IFA, und da gehört natürlich auch direkt wieder der Stefan Heimbecher zu, der seines Zeichens ja eigentlich in zwei Positionen hier ist. Einmal als Arbeitsgruppenleiter der Ultra-HD-Plattform, Ultra-HD-Arbeitsgruppe in der deutschen TV-Plattform und auch ab und zu mit dem Sky-Hut auf. Dort kümmere ich mich um Innovationen und Standardisierung im Technologiebereich. Okay, ich weiß jetzt nicht, über welches Thema er lieber sprechen möchte. Ich würde sagen, wir fangen mit Sky mal an. Also Sky, muss man ja wirklich sagen, haben wir jetzt gerade vor zwei Wochen, ist glaube ich her, oder eine Woche, da habt ihr jetzt die Formel 1 auch in der Ultra-HD-Auslösung angefangen auszustrahlen. Jetzt muss man direkt allen Kritikern sagen, es wird auch wirklich in Ultra-HD aufgezeichnet, ne? Seit 2017. Ja. Ja, also die Kollegen in UK waren ja schon ein bisschen früher zugange. Die produzieren das Ganze ja auch für uns und in der großen Sky-Familie, die wir ja mittlerweile geworden sind, nutzen wir das Signal jetzt eben auch für die Ausstrahlung in Deutschland ab sofort. Ja, und eben von Produktion, also von Kamera bis hin zum Ende, also beim Kunden nichts hochskaliert, ist alles insoweit dann da. Also wirklich Ultra-HD. Und man sieht es ja auch gerade, diese Sportart ist ja wirklich eine, wo ich sagen würde, das macht schon Spaß hier mit Ultra-HD. Ich sage ja schon gesagt, also Tischtennis wäre jetzt nicht unbedingt die erste Sportart, die mir einfallen würde. Nee, also ich muss sagen, ehrlicherweise persönlich bin ich so der riesen Formel-1-Freak, aber guck mir natürlich sowas dann, wenn es in Ultra-HD ist, auch mal gerne an. Und klar, ist der Mehrwert ist eindeutig zu erkennen und es macht Spaß. Und es ist schön, dass wir endlich mal jetzt einen Schritt weitergehen und vom Fußball rein, vom Fußball weg, ein bisschen mehr Sportarten aufrüsten in der Hochauflösung. Okay. Ich gehe aber davon aus, dass hinter den Kulissen, ich weiß, es ist immer schwierig, sowas öffentlich zu sagen, aber schon hart daran gearbeitet wird, das weiter auszubauen. Weil im Moment ist es ja doch wirklich nur über Satellit verfügbar. Gibt es schon Ansätze oder gibt es schon welche, wo es auch im Kabel eingespeist wird? Außer es sind vielleicht ganz kleine lokale Anbieter, die es dann selber machen über Satellit, aber so die großen Anbieter, sind da schon
Ankündigung, wir sind mit, was willst, wir sind im September 2017. Ja, also es gibt in den kleinen Kabeln oder einigen kleinen Kabelnetzen auf jeden Fall schon und ich bin jetzt nicht der Mann, der 100% mit involviert ist, was jetzt diese Kabelverträge angeht, aber was ich höre, sind da also auch schon durchaus fast spruchreife Dinge, was jetzt auch die größeren Anbieter angeht. Und Telekom-seitig, IPTV, wird es ja dann auch losgehen, mit der, wenn die neue Box von denen draußen ist, dass die auch UAD-Angebot über ihr IPTV-Angebot anbieten. Okay, dann haben wir was gesehen, als es so ein schönes Software-Update auf der Skybox gab, also auf der 4K-Box, da war dann plötzlich das Wort HLG unter anderem mit drin. Das ist ja die Abwandlung, sag ich mal, von HDR für den Broadcast-Bereich, also für den Fernsehbereich. Ist es da erkennbar, dass daran gearbeitet wird, oder gibt es vielleicht schon Inhalte, wo wir gar nicht gemerkt haben, dass das in HLG lief, weil es gibt ja viele Fernseher oder Projektoren, die ja diesen Standard auch schon erkennen. Also wir sind seit einigen Jahren fast schon daran, das Thema HDR vorzubereiten. Je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr stellt man leider fest, wie komplex es ist, wenn man es richtig machen will. Wir erleben ja derzeit auch eine, ich will fast sagen, eine Formatflut, was das Thema HDR angeht. Da ist es ein bisschen schwierig, dieser ganzen Sache Herr zu werden. Und was wir vermeiden möchten, ist, dass wir haben ja jetzt seit Oktober letzten Jahres UHD SDR gelauncht. Und der Schritt zu HDR soll natürlich so vonstatten gehen, deswegen ja auch der Schwerpunkt auf HLG mit der Anführungszeichen eingebauten Rückwärtskompatibilität, dass wir eben ja nicht HDR und SDR ausstrahlen müssen, das ist von Bandbreiten her ein bisschen unökonomisch, dass wir eben den Schritt zu HDR gehen, ohne jetzt den Leuten, die heute schon erfolgreich und glücklich UHD in SDR schauen, irgendwie das Bein stellen, weil es dann doch noch wieder irgendwelche Inkompatibilitäten rückwärts gibt. Und das ist etwas schwer zu beherrschen, muss man leider feststellen. Und deswegen nehmen wir uns da ein bisschen mehr Zeit, als man vielleicht auch selbst gedacht hätte. Nichtsdestotrotz, wir sehen auch gerade im Hintergrund hier, wir machen weiterhin diverse Tests. Letztes Jahr bei Yellow hier in Berlin beim Kraftwerk an zwei Abenden mal HDR getestet, sehr erfolgreich, möchte ich sagen. War auch mal wichtig, weil wir haben sehr viel Fokus gelegt, immer auf Sport, Live-Sport, alles Outdoor. Aber HDR hat ja auch einen erheblichen Mehrwert für Indoor-Geschichten, gerade sowas wie dunkle Konzerte mit viel Lichtpointierung. Also da läuft noch viel im Hintergrund, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, am Tag X geht's los. Dann wechseln wir mal die Rolle, Stichwort deutsche TV-Plattformen. Da bist du der Chef von diesem Plugfest, was es da gibt. Da war ich ja am Anfang auch mal dabei, haben wir auch schon darüber berichtet, Interview gemacht. Ihr trefft euch ja weiterhin regelmäßig, ihr habt euch ja noch alle lieb, ja, weil ihr sitzt ja Wettbewerb bei Wettbewerb nebeneinander und dann zeigen die ja oder dann testen die ja Geräte mit den neuesten Standards, wo ich ja manchmal auch sagen muss, was haben die da so getestet, weil bei mir oder so, da gibt es ja schon mal die eine oder andere, aber grundsätzlich ist das schon sehr, sehr hilfreich und so geht es eigentlich auch nur wirklich Praxistest, weil im Labor alleine bringt es das nicht, ne? Ja, also wir werden das fortsetzen. Wir haben ja jetzt schon angekündigt, dass wir im Dezember hier in Berlin auch wieder unser siebtes Plugfest dann schon stattfinden lassen. Also ich kann auch kaum glauben, als wir das mal gestartet haben, dachte ich, naja, zwei, drei Mal machen wir das, dann ist es vorbei. Aber das ganze Thema UHD, HDR, HFR, kommt das um die Ecke und was ich noch alles noch kommt, was wir noch gar nicht wissen vielleicht heute. Es ist halt so ein Moving Target, das hört erstmal nicht auf und von daher sehe ich auch sicherlich noch fürs nächste Jahr, also wir legen noch keine Termine fest, aber weiterhin den Bedarf, dass wir eben diese Plugfest stattfinden lassen. Wir erkennen da auch durch die Bank seit dem ersten Termin steigende Teilnehmerzahlen, nicht nur rein jetzt in den Personen, sondern auch in den Firmen. Auch, dass wir erkannt haben, dass wir jetzt auch zum Beispiel AV-Receiver-Hersteller mit dabei haben, die wir in den ersten Runden nicht so sehr im Fokus hatten. Also das Bild wird immer runder. Und ja, wir stellen immer wieder fest, dass es eben auch noch genug Ecken und Kanten abzuschleifen gibt. Und das Ziel ist natürlich, dass es eben nicht so weit durchdringt, dass du den Kunden am Rohr hast und der schimpft und sagt, da geht was nicht, dass man das vorher abfängt. Offensichtlich kann man nicht alle Fliegen damit erschlagen, aber doch ein paar, denke ich. Und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass die Industrie weiterhin da so mitmacht und sich ja, würde ich, Competitor neben Competitor so offen präsentiert. Das geht natürlich alles nur mit entsprechender Geheimhaltung und so weiter. Und wir haben das ja mittlerweile auch erweitert auf UK, dass wir das zusammen machen mit der DTG. Das ist, ich sage es mal vereinfacht, die deutsche TV-Plattform in britisch. Und ja, das läuft sehr rund. Wir werden so in diesem Jahr jetzt auch die Fühler ausstrecken zur CTA nach Amerika. Die machen ja auch schon Plugfest einige Zeit. Die machen jetzt im Oktober, November wieder eins. Und wir werden jetzt nicht so weit träumen, dass wir mit denen auch noch so weit kollaborieren, dass wir demnächst weltweite Plugfest stattfinden lassen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu weit, aber was wir machen wollen, ist, dass wir uns zumindest irgendwo Erfahrungsaustausch aufbauen und vielleicht auch einfach abstimmen,
in der Terminierung dieser Plugs fest, dass wir da einfach so weltweit einfach so einen Zyklus hinbekommen. Also da passiert eine Menge und es wird von der Industrie sehr gut angenommen. Ja, und wenn wir jetzt noch die Marketing-Jungs der jeweiligen Firmen dazu bekommen würden, ich glaube, das wäre auch noch sehr hilfreich. Ja, also in dem Plugfest selbst versuchen wir natürlich, die ganz gewaltig rauszulassen. Also da muss man erstmal so einen kleinen Techniktest beantworten. Spaß, aber also das ist schon eine klare Ansage, dass wir da wirklich die Entwickler haben wollen. Und das merkst du auch recht schnell, weil so ein Entwickler schert sich nicht sehr viel. Ich meine, natürlich kümmert den auch seinen Corporate ID und so weiter. Aber der ist natürlich ganz anders im Umgang mit solchen Geschichten, als wenn jetzt da der Produktmanager noch dahinter stehen würde oder der Marketingmann oder der Kommunikationsmann. Und die halten wir schon ganz bewusst da raus. Man merkt dann schon, wie alle immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht haben, weil die einfach Spaß haben, da ihre Software, Geräte, was immer es ist, Inhalte zu testen. Und so soll es auch weiter gehalten werden. Also da passen wir sehr auf, dass uns das nicht verwässert durch nicht technischen Einfluss. Ja, okay, verstanden. Also, wer weitere Informationen und eigentlich auch immer aktuell oder informiert sein möchte, up-to-date und informiert sein möchte, der kann A, natürlich unseren YouTube-Kanal abonnieren und B, sollte der auf die Seite von der deutschen TV-Plattform gehen, weil dort wird es auch regelmäßige Ratgeber geben, worauf sollte man achten. Es gibt da unten PDFs, wo man sich das alles in Ruhe anschauen kann, etc., etc. Also das vielleicht nochmal, ich blende nochmal eben die Adresse ein. Die Seiten sind also in den letzten, gerade bei den Themen, doch deutlich ausgebaut worden. Das war... Und wer es altbacken mag, kann sich auch gerne eine gedruckte Broschüre bestellen. Ultra HD erklärt haben wir jetzt in der zweiten Auflage draußen, hatten wir zur letzten IFA schon. Wir haben sie von vornherein versucht so zu konzipieren, dass wir sie nicht jeden dritten Tag updaten müssen. Das ist uns in Ansätzen, glaube ich, gelungen. Aber ab und zu muss man dann doch mal so ein kleines Update machen. Was noch nicht drin ist, ist HDR 10+, aber das kommt dann in der nächsten Ausgabe. Ja, sie war schon mal dünner, ne? Sie wird langsam dicker. Ja, ich glaube, vom Umfang her ist es gleich geblieben. Ja, ja. Also wir haben da auch gutes Feedback bekommen. Das Ganze ist mittlerweile in Englisch auch erhältlich, ab demnächst auch in Französisch. Wir arbeiten dann noch an Hebräisch demnächst und so. Nee, Spaß beiseite. Aber also international hat es da gutes Feedback gegeben. Das hat uns auch etwas glücklich gemacht, weil es ist natürlich schwer, so ein komplexes Thema wie UHD und alles, was dazu gehört, kompakt, aber doch noch detailliert zusammenzufassen. Das scheint irgendwo gelungen zu sein und von daher sind wir da guter Dinge. Alles klar, weiterhin viel Erfolg, wir bleiben in Kontakt. Alles klar, danke dir. Ja, was machen wir nicht alles, damit unsere Gesprächspartner hier im optimalen Licht sind? Neben mir Marcel Gonska, dürfte nicht ganz unbekannt sein von, pass auf, White Light Consultations. Wahnsinn, wir arbeiten schon so lange zusammen, dass du es jetzt voll kannst. Das ist der Wahnsinn. Ey, das habe ich auch letztes Mal schon gekonnt. Ich habe dann die ganze Nacht vorher das geübt. Das hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Okay, also wir gehen aber wieder hoch, weil du arbeitest dran, dass du mit deinem Logo etwas höher kommst. Ah, das geht in die Knochen. Als Mitglied der deutschen TV-Plattform freut man sich natürlich, wenn man auf einmal mal im Rampenlicht steht. Erzähl doch mal, was du alles in den letzten Monaten hier gemacht hast, weil bei dir war ja einiges an Veränderungen. Du hattest das im letzten Mal schon erzählt. Du bist ja dabei, sich mit dem ganzen Thema Kalibrierung und bist ja auch Vertreter von einer entsprechenden Firma. Kannst du uns ja mal gleich erläutern. Aber du hast noch mehr gemacht. Du hast jetzt angefangen, wieder auch für die Industrie wirklich aktiv beratend tätig zu sein, weil die Themen gehen ja absolut nicht aus, wie wir gerade erfahren haben. Stichwort ist 4K, HDR, was war das nochmal? HDR 10 Plus, HDR 10 und so weiter, ja, glaube ich. Da wolltest du drauf hinaus, oder? Das wollte er ja mal hören. Ja. Unter anderem. Unter anderem und Dolby Vision und so weiter und so weiter. Ja gut, was mache ich die letzten Monate? Also als erstes gehen wir mal auf die Softwarefrage, Display-Kalibrierung. Ich mache das Business Development für Calman, die Kalibriersoftware. Und wir haben jetzt 2017 einen neuen Release auf den Markt gebracht, der unter anderem Dolby Vision Workflows beinhaltet, der neue Wege beinhaltet, HDR-Displays optimal zu kalibrieren nach verschiedenen Standards, ob HLG oder HDR10. Wobei man auch schon dem Zuschauer sagen muss, HDR10 ist erstmal so ein Begriff, der steht im Raum. Genau genommen ist das ein HDR, was auf einer bestimmten Helligkeitskennlinie der PQ-Kurve basiert und halt statische Metadaten beinhaltet, um dem Display zu sagen, wo ist jetzt, was ist der hellste Pixel im Programm, wie hell ist der und so weiter. Jetzt mit HDR 10 Plus zum Beispiel, was ja ein großes Thema jetzt auf dieser Show wird, plötzlich, ja, wo jeder auch sehr überrascht war, dass es plötzlich so im Rampenlicht steht, ist halt basierend auf dynamischen Metadaten. Das bedeutet, man muss sich das vorstellen, bisher bei HDR 10, beim normalen, sagten die Metadaten, guck mal, der hellste Pixel im Programm ist meinetwegen 1000 Nits oder 4000, je nachdem, was der Mastering-Monitor war, auf dem das Material gegradet oder farbkorrigiert wurde. Das Problem ist nur, das TV-Grad weiß ja nicht wo. Ja? Wenn man jetzt einen Film hat wie Titanic, der hat 144.000 Einzelframes, welcher davon ist denn jetzt der mit dem hellsten Pixel oder wie viele davon haben denn diesen hellsten Pixel? Und dadurch gab es dann immer ein Farbmapping, Tonmapping, das dann so angepasst wurde, dass man das runter
komprimiert hat, dass man, was das Display halt kann, 800, 1000, was auch immer nützt. Aber dadurch leidet halt das gesamte Material, weil die Bereiche, die ja eigentlich weiterhin mit mehr Dynamik dargestellt werden können, werden ja mitkomprimieren. Jetzt mit den dynamischen Metadaten, und Dolby Vision ist ja das, was vom Tag 1 eigentlich auch darauf basierte, ist, dass wir wirklich szenenbedingte Informationen haben. Das Display bekommt deutlich mehr, wo es mit arbeiten kann und kann sagen, ah, okay, hier muss ich schon komprimieren, hier brauche ich aber gar nicht komprimieren. Und dadurch erhalten wir einfach mehr Brillanz und deutlich schönere Farben, realistischere Farben, so wie es eigentlich mit HDR ja auch gewünscht ist. Bei den Farben, du machst da mal so ein wunderschönes Beispiel aus der Natur. Würdest du uns das bitte nochmal erläutern, was das Thema Farbraum angeht? Ich weiß auch hier wiederum, wir haben das ein oder mal besprochen, aber ich glaube, für den, der es zum ersten Mal jetzt hört, als auch für die manchen, die es noch nicht verstanden haben, ist es jetzt spätestens der Fall. Erzähl es bitte nochmal. Okay, alles klar. Wahrscheinlich das Melonenbeispiel. Ja, okay, alles klar. Also man muss sich Farbe ist ein dreidimensionales Modell. Das heißt, wir haben viele eurer Leser und Zuschauer und Hörer kennen wahrscheinlich die klassischen CE-Diagramme auch aus den Fachmagazinen, wo man ein Farbsegel hat und sagt, guck mal, das ist der Farbraum des Displays, und so ein Farbraum wird meistens als Dreieck dargestellt. Das heißt, ich habe wie beim Schiffe versenken Koordinaten, kann sagen, das ist mein Rot, mein Grün, mein Blau. Das ist aber so gesehen Wissen eigentlich aus den 30er Jahren. Als diese Sachen entstanden sind, gab es weder HDR, weder Röhre. Röhrentechnik kam dann irgendwann, dann hat man das System noch mal etwas überarbeitet. Aber man hat nie wirklich Farbe als dreidimensionelles Modell dargestellt. Aber das ist es, weil ich habe ja auch noch Helligkeit. Ich kann eine Farbe sehr dunkel darstellen, ich kann sie aber auch sehr hell darstellen. Und das bedeutet also, je nachdem welchen Farbraum oder welches Dreieck ich habe, kann ich also ein sehr großes Volumen haben mit sehr viel Sättigung und sehr viel Licht, also eine große Melone quasi. Oder wenn ich halt weniger Licht zur Verfügung habe, vielleicht die gleiche Farbsättigung, aber deutlich weniger Licht, habe ich am Ende auch eine kleinere Melone oder ein kleineres Farbvolumen. Und die Kunst ist eigentlich einerseits zu wissen, und dafür sind die Metadaten da, dem Display erstmal zu sagen, was überhaupt der Mastering-Monitor war, weil der definiert ja schon mal, was eigentlich das Programm ist. Das heißt, unser Referenzfarbvolumen, wenn wir so wollen, von dem Mastering-Monitor. Und auf der anderen Seite dann das Consumer-TV-Gerät, was vielleicht ja gar nicht so hell kann. Und das muss dann hingehen und muss sagen, ah, okay, in dieser Szene muss ich die Farben so und so mappen, dass es zumindest möglichst nah da dran kommt, so wie die kreative Intention von dem war, der einen speziellen Monitor verwendet hat. Und das ist das, was wir unter Farbvolumen verstehen. Und da ist halt Dolby Vision einer der Player momentan, die ein gesamtes Ecosystem anbieten, wo Content schon gemastert wird als Dolby Vision Content, der dann auf unterschiedlichen Dolby Vision TVs möglichst akkurat wiedergegeben wird. Und jetzt hier auf der Show haben wir halt neue Informationen, neue Methoden wie HDR 10 Plus zum Beispiel, was auch dieses dynamische Tone Mapping dann unterstützen soll. Wie jetzt aber das genau funktioniert, da sind wir gerade erst auch selber dabei zu lernen, was da eigentlich hintersteckt, weil da war noch nicht genug Zeit, sich jetzt für diese Show darauf vorzubereiten. Dafür war die Info auch zu kurz. Naja, man muss ja auch fairerweise sagen, also wenn ich, der kleine Grubi, mal hier die großen Firmen anfrage, was natürlich jetzt in den letzten zwei Tagen auf der Messe stattgefunden hat, dann kriege ich momentan auch ein arges Achselzucken, weil irgendwie die Pressemitteilung, entweder ist die durchgerutscht, dass die schon veröffentlicht worden ist, oder man hat immer noch nicht nachgedacht, dass es solche Fragen geben kann, weil ich kriege noch keine Antworten. Das heißt also, HDR 10 Plus ist etwas, was zwar im Raum steht, aber wo noch keiner wirklich weiß, was ist, auch welche Partner überhaupt da mitmachen würden, wie es sich ergänzt und so weiter. Deshalb auch da wieder ein Grund mehr, abonnieren und deutsche TV-Plattform etc. Also sagen wir mal so, es ist zumindest von den Informationen, die zur Verfügung stehen, wissen wir, dass Samsung mit Panasonic und 20th Century Fox jetzt gesagt haben, dass sie da was machen wollen. Vorher war aber auch schon die Information, dass Samsung mit Amazon zusammen das machen wollen. Es gibt auch durchaus Gedankenspiele, wie das wahrscheinlich funktioniert, dass ich Content bekomme, muss den aber dann irgendwie neu aufbereiten, remappen oder mit Farbtransformation, keine Ahnung, das so aufbereiten, dass es dann optimal für so ein Panel ist, was dann halt verwendet wird. Wie das dann aber in die einzelnen Ökosysteme integriert werden kann, sprich UHD, Blu-ray, sprich Streaming, was das Einfachste sein wird, weil beim Streaming habe ich over IP, weiß ich, was für ein Display der Kunde zu Hause hat und sende einfach das Entsprechende an Content. Aber alles, was sonst gesendet wird oder auf einem physischen Medium ist, da sind die Fragen auch alle noch relativ offen. Es gibt Leute, die wissen es mit Sicherheit, aber wahrscheinlich dürfen sie auch nicht drüber reden, weil es immer wieder diese Verschwiegenheitsvereinbarungen auch gibt, wie sie halt typisch sind auch. Okay, diesen Kanal guckt ja kaum einer. Deshalb mal eben unter uns, wie weit bist du zufrieden mit dem Thema Ultra-HD-Content-Inhalte beispielsweise auf den Scheiben, wenn du jetzt so die eine oder andere Scheibe dir anschaust? Ich habe mir so ein bisschen das Gefühl, man lernt ja schon noch fleißig, also man arbeitet dran, es wird immer besser, aber es ist noch einiges zu tun, ne? Und das, oder was würdest du sagen? Nein, es ist so. Also es ist auch für die, die das Material mastern und die auch die Technik benutzen im Studio, um damit zu arbeiten, es ist eine Lernkurve auch für die Künstler, selbstverständlich. Es ist auch die Tatsache, dass das Mapping an sich
nicht wirklich standardisiert ist, auch sehr schwierig, weil gerade das ist das, was den Künstler ja interessiert. Ja, damals in der Röhrenzeit, ich gehe mal auf die 40 Jahre, 30 zurück, wo HD ja auch eingeführt wurde, war ja auch noch auf Röhre basierend. Zu der Zeit hat auch jeder ein Röhrendisplay zu Hause. Also das heißt, der Content sah eigentlich so aus, wie die TV-Geräte es wiedergeben konnten, die man zu Hause hatte. Durch die neuen Technologien hat sich das ja alles sehr stark verändert. Deswegen sind solche Mittel jetzt sehr, sehr wichtig und deswegen sind sie relevant. Und erst recht relevant für ein Studio, das viel, viel Geld investiert in die Hand nimmt, um die beste Qualität zu erzeugen. Und da sehen wir natürlich Titel und Scheiben, die sehr hochwertig gemastert sind, wo wir sehen, da steckt wahnsinnig viel Detail und Liebe, auch in der Art, wie die Helligkeitsverteilungen sind, wie mit dem Thema HDR auch gespielt wird, um den Kunden auch und den Zuschauer in diese Geschichte reinzuziehen. Und wir sehen natürlich auch hier und da schon nochmal einen Titel, wo man sagt, naja, okay, so. Aber ich denke, generell ist es deutlich besser geworden und man merkt, dass es auch immer besser wird. Ja. Dann kann ich dir die Frage jetzt nicht ersparen. Gibt es welche Lieblingstitel, die du so ganz gut in Erinnerung hattest, wo du sagst, wow, das war aber schon cool gemacht? Ja, also mein Lieblingstitel ist eigentlich immer noch der Revenant, muss ich ganz klar sagen. Ja, also das ist so, glaube ich, auch von der Art, wie es benutzt wird für Storytelling. Also wenn dann die Kamera auf das Gegenlicht geht und die Sonne im Winter plötzlich wie so ein Stern durch die Bäume scheint, dann ist das genau das, wie ich es eigentlich kenne, wenn ich einen Winterspaziergang mache. Also es ist schon sehr nah und diese Emotionen und diese Realität, es ist wie so eine sehr immersive Sache, die man so eigentlich noch nicht kannte. Und ich finde, das ist eigentlich so einer meiner Lieblingstitel momentan. Er ist ein harter Film, aber vom Look her unglaublich gut gemacht. Yep, kann ich zustimmen. Spielt unter mit einem kleinen Bären und sehr viele Landschaftsaufnahmen sind dann dort und die Pferde werden auch geritten und so. Also ein sehr interessanter Film, nicht für die ganze Familie sicherlich, je nachdem wie das Durchschnittsalter ist. Aber den sollte man jetzt spätestens auf seinem neuen Fernseher oder auch Beamer sich mal genauer anschauen. Fällt dir sonst noch was ein? Möchtest du noch was loswerden? Ja, ich möchte eigentlich mal vielleicht einfach mal eine Hommage an Grobi TV machen. Ja, das muss aber mal sein, weil ich persönlich der Meinung bin, dass was Patrick Schappert macht mit Grobi TV ein ganz, ganz wichtiger Beitrag ist in unserer Industrie, um dafür zu sorgen, dass Leute aufgeklärt werden. Und da muss man sagen, Grobi ist einer der Player absolut und das ist keine Geschleime hier. Also, und das wurde auch nicht bezahlt, sondern ich meine es wirklich ernst. Also weiter so und wir helfen und unterstützen euch auch, wo wir können. Okay, vielen, vielen Dank. Und es gibt auch kein geschleime Keim, der das so gut erklären kann, diese ganze technische Geschichte, die Melonennummer und auch sonstige Früchte hast du so in deinem Portfolio bei manchen Erklärungen, also der diese ganze Thematik so erklären kann. Wer unseren Kanal jetzt erst kennenlernt, er sollte nochmal seinen Namen googeln bei uns. Es gibt da zwei wirklich tolle Sachen auf dem Sofa bei uns und bei ihm, wo wir uns auch nochmal schon vor Jahren, und ich sag mal, das ist immer noch scheiße aktuell, was du damals noch vorher gesagt hast, was so kommen könnte, wie es in Richtung geht. Wir waren echt ein bisschen unserer Zeit voraus, würde ich mal sagen. Ja, genau. Und so muss es eigentlich auch sein. Jetzt wäre es nur noch schön, wenn alle auf uns hören würden. Ja, daran arbeiten wir ja gerade. Genau, sehr gut. Und jetzt in echtem 4K. Alles klar, Marcel, wünsch was. Ne? Bis dann. Jo, tschüss.